的终点就在我们的眼前。So hört sich die chinesische Begeisterung für den Segelsport an.Qingdao, die Stadt der Segelolympiade 2008, hatte in der Olympiabewerbung mit mittleren Windstärken von 3 bis 4 Beaufort geworben. Bei den Olympischen Segelwettkämpfen stellte sich dann heraus, dass dies wohl ein rein theoretischer Durchschnitt aus Sturm und Flaute war. Diese Erinnerung wurde jetzt wieder wach, als der Extreme Sailing Zirkus in Qingdao Station machte. Die ersten beiden Tage waren von taktischem Leichtwindsegeln geprägt.Große Freude bei Roland Gäbler, der mit seinem Team Extreme erstmals einen Lauf für sich entscheiden konnte. Und das auch noch mit einem Ehrengast an Bord. Ja, wir sind überglücklich, dass wir jetzt endlich mal in der zweiten Serie ein Rennen gewonnen haben. Es war für uns ein tolles Erlebnis und wir sind absolut glücklich, dass wir jetzt schon hier und da mal an der Spitze wirklich mitspielen können. Wir werden heute auch noch den Bürgermeister Finn Qingdao an Bord, also für ihn sozusagen als Glücksbringer. Also das war ein sensationelles Ergebnis. Wir werden heute Abend auch da kräftig feiern.Aber wie kommt eigentlich der Bürgermeister von Qingdao an Bord? Segelstunde für Promi statt ernsthaftem Sport? Roland Gäbler klärt uns auf. Es sind vier Menschen, die das Boot segeln als Mannschaft. Aber eine fünfte Person als Gast muss mitsegeln. Es wäre so, als wenn man bei Michael Schumacher während des Rennens praktisch mitfahren dürfte. Und das ist eben bei uns möglich, da ist im Motorsport ist es nicht möglich. Also die stehen da nicht nur in der Boxengasse und dürfen ein paar Häppchen nippen.Sondern es ist einfach so, dass sie da wirklich an Bord mitsegeln dürfen. Und das ist was ganz Außergewöhnliches. Am nächsten Tag zeigt dann der tückische ablandige Wind seine Zähne. Zwischen 5 und 35 Knoten springt der Wind hin und her. Tagesbilanz. 4 Kenterungen und ein Mastbruch. Auch den österreichischen Doppel-Olympiasieger Roman Hagara wirft es um. Ja, wir haben leider jetzt in der letzten Wettfahrt nach der ersten Lufttonne ziemlich starke Böe erwischt mit 25 Knoten und es war aber leider vorher nur 5 Knoten und dieser Windunterschied, wenn der Katamaran nicht schnell fährt, dann geht es meistens nach unten. Es ist für alle schwierig zu segeln, aber der Tag so wie heute, wenn 4 Boote kentern, zeigt schon alles, wie schwierig es ist und ich denke mal, es ist einfach, wenn der Wind so pendelt, nicht ganz einfach zu segeln. Der Extreme 40 Katamaran ist die deutlich überdimensionierte Version eines kleinen Rennkats.Das ist toll, solange alles gut geht. Aber spätestens bei Kenterungen wird es gefährlich. Am schlimmsten erwischt es The Wave Muscat. Steuermann Torvar Miski und seine Crew fällen im Sturz persönlich den Carbonmast. I was turning around to grab something to hold on to and I saw Kyle next to me, his face at that moment where he knew he had nothing to hold on to and he grabbed me and I was trying to hold something and it was like we were trapped and we were doomed for a disaster at that moment. We knew we couldn't do anything about it. And it was the moment where the rig hits and the boat shakes, and that's where you get flicked off from the top. And we fell down onto the mast, and the two of us falling on there just snapped the mast, and the guys were lucky not to get trapped under the tramp. Zum Glück gab es nur leichte Verletzungen. Das Technikteam vom Team Muscat leistet in einer Nachtschicht ganze Arbeit.Am nächsten Morgen steht der neue Mast und er steht so gut, dass Mirski gleich das erste Rennen des neuen Tages gewinnen kann. Auch Roland Gäbler macht noch einmal Boden gut. Ja, heute war ein super Tag, also mit einem weiteren Sieg eben halt im Fleet Race, mit einem weiteren Sieg im Match Race. Wir sind ja wirklich ein multikulturelles Team mit 4 Nationen an Bord, mit 4 Positionen und dann eben mit einem Chinesen so weit vorne gleich zu segeln im ersten Rennen, das hätten wir eigentlich auch nicht gedacht. Am Ende trennen nur 5 Punkte die beiden ehemaligen America's Cup Kontrahenten Luna Rossa und Team New Zealand.Erst im doppelt gewerteten Finalrennen gelingt es Luna Rossa Steuermann Paul Campbell Jones an Dean Barker vorbeizuziehen. Matchracer und 49er-Segler Campbell Jones hatte im Vorjahr mit The Wave Muscat die Extreme Sailing Serie gewonnen und hat erst in dieser Saison bei Luna Rossa angeheuert. Während Luna Rossa wie Alinghi die Extreme 40 Serie als Alternative zum America's Cup ansehen, nutzen Artemis und Team New Zealand die Serie als Sparring für das große Ziel America's Cup. Dean Barker erklärt warum.Making the mistakes now is going to make us a much stronger team for 2013. This is really, really important because we're up against a lot of Olympic medalists, a lot of very, very talented multi-hull sailors. And you learn just so much quicker, you know, quicker when you're doing, you know, today I think we did 6 or 7 races and you do that for 5 days on a trot, you know that you're going to come away with a lot more experience than when you went into that event.Nach Muscat und Qingdao kommt die Extreme Sailing Serie nun nach Europa. Vom 25. bis 29. Mai wird in Istanbul gesegelt. Wiederum direkt in der Stadt. Und wir bei segelfilme.de freuen uns schon darauf.